Morgen Post abgeliefert. Bus raus hier. Ab an die frische Luft. Ab nach Finnland. Ja. Folge 1 von My Summer Car. Und das soll's mal werden. Unser Satsuma. Jetzt wohl eher reif für den Schrott. Aber hey, wenn nicht besser zu tun. Finnischer Sommer. Bier. Autos. Und Pooptrucks. Dazu später mehr. Und das müssen wir alles. Ich habe schon gar keine Lust mehr, wenn ich das sehe. Oh Mann. Ich meine, gut. Ich weiß, was die Hälfte davon sein könnte. Aber das war's dann auch. Jetzt wird's nämlich interessant. Was ist das? Was ist das? Warum gibt's das? Okay, was das ist, weiß ich. Bloß raus hier. Jedenfalls. Warum soll ich das Ding benutzen, wenn ich doch hier schon einen fertigen Truck hab? Something, something. Ich versuch's gar nicht zu pronunzieren. Ah! Aber da fällt mir doch was ein. Ho, 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 ho. Lass mal erstmal shoppen gehen. Ich meine, wir haben 3000 Pfennige, Apfel, Mark, Reichsmark. Ich weiß es nicht. Egal. Hallo? Au! Hier müsste eigentlich das Video jetzt beendet sein. Gaskanister. Gas. Ja, Gas. Autos werden mit Gas betrieben. Sprit. Eigentlich ganz cool gemacht hier. Jetzt. René. Wie modern. Ja, Driving Mode. Was ist denn hier? Ach, Ignition. Und eh lehnt man sich oder drückt sich mit dem Kopf durch die Scheibe. Das klingt aber nicht gesund. Hallo? Ja, ja, ja. Komm. By the way, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich gerade mache. Ich habe mir nur einen Guide durchgelesen, wo drin steht, jetzt einkaufen gehen und Sprit holen. Aber gut, Karre ist an. Handbremse. Weg damit. Jetzt wird spannend. Und ich merke, mein Lenkrad geht nicht. Fuck, ich hab was vergessen. Ja. Car Controls. Ah, H-Shifter. Ja. Ja. Okay, gut. Geht's jetzt? Ah, fein. Okay. What the fuck? Ja. Das war gewollt. Ja, halt, stopp. Bevor ich jetzt wieder... Holy shit. Ja. Was ich gelesen habe. Beide Kanister holen, das heißt einmal Sprit. Da, that's the poop truck. Da, 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 da. Oh Gott, oh Gott. Das Ding wird noch essentiell wichtig werden. Genau wie der Traktor, der umschauen. Wie will ich das Ding benutzen? Ja, hier, das wird unsere Geldquelle sein. Scheiße absaugen und Holz hacken. It's real finish. Perfekt. Diesel. Oh. Ja, und mit Kuh kann man sich sogar bücken. So ein Bückstück. Ich glaube, die erste Folge wird einfach unglaublich langweilig sein, aber es ist sehr relevant. Warte mal, bis wir erstmal auf der Straße sind. Oh, ich habe sogar einen Gang drin gelassen. Sachen, die in Finnland irrelevant sind. Gänge.
Okay. Fein. Ja, läuft doch. Ich mal ab durch die Pampa. Ich muss irgendwie. Zumindest sagt mir das die Karte, die ich jetzt so nebenbei aufhabe, weil die einzige Karte, die man hat, ist ein Haus. Kann man nicht abmontieren. Abreißen. Nichts leben. Sich von vorne an die Windschutzscheibe klatschen. Fahr ich dir weh. Und dann in einen anderen Truck oder so. Oh Gott. Ja, ja, oh Gott. Ich glaube, ich werde sterben. Was zur Hölle war das? Fucking Moskito. Na, läuft doch. Oh Gott. Nein, nein. Ich wollte sagen, ja, ich könnte ja höher schalten, aber... Oh Gott. Was ist denn... Warum lenkt er denn nicht? Oh Gott. Nicht. Bin ich hier irgendwie in der Deadzone drin? Warte mal, Moment. Bleib doch stehen. Nee. So. So. Na gut, reicht das? Ich mach das mal aus. Ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt überhaupt bringt. Aber gut, steuert sich jetzt auch nicht wirklich anders. Also das heißt, ich steuere sich nicht besser. Ich meine, so musste ich ein Stück Seife in der Dusche kühlen, wo aus dem Duschkopf Olivenöl kommt. Olivenöl. Oh Gott, ist... Nein, was ist denn das? Ja, gut. Ich drück zwar die Bremse, aber ich... Irgendwie... Oh, no, der war so, ich werde so sterben. Also der Guide, den ich hier gerade vor mir sammle, zumindest ist also, das ist unser Objective jetzt. Die beiden Kanister holen. Mit dem Van in die Stadt fahren. Dessen Weg ich mir gerade hier markiert habe. Und was ist los? Ich hätte Steering Help einfach anlassen sollen. Ja. I fail at this. Ja, du kannst auch weiterfahren. Also ich meine, du kannst auch ohne mich fahren. Ja, back to topic. Ja. Stadt. Essen, trinken. Sprit. Damit wir uns für die nächsten 478 Tage ums Auto kümmern können. Bis es dann explodiert. Sobald man es das erste Mal anmachen, natürlich nur. Wenn wir es dann ankriegen. Wenn ich es ankriege. Ich glaube nicht, dass mir da jemand hilft. Oh, jetzt. Und jetzt gehen wir ab. Jetzt haben wir hier. Sind wir on the road. Da im dritten Gang. Scheißegal, ob es zu früh war oder nicht. Ist mir egal. Ja. Toll. Ja, wir ziehen an. Wir ziehen an. Wir ziehen an. Wenn wir einfach 88 Meilen pro Stunde erreicht haben, dann passiert wahrscheinlich gar nichts. Haben wir wahrscheinlich schon. Oder? Ja. Ich würde mal sagen 90. Mal Schisshase spielen, ne? Ich hab nicht. Meinen vierten Gang mal gucken, was passiert. Finnische Laufruhe. Eigentlich ganz hübsch hier, ne? Bäume und flackernder Schatten an der linken Tür. Das geht mir jetzt auf den Sack. Ja, ja, oh Gott, nein, oh. Nein! Ja, oh Gott!
Ja, nie wieder in den Flur. Oh Gott, nein. Don't fly. Ah, fuck. Ja, 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 ja. Ja, komm, komm. Was jetzt? Kann man jemanden ADAC anrufen? THW? Höhenrettung? Die Ghostbusters? Ach, scheiße. Verdammt! Hilfe! Ich hänge fest! Ja. Da ist doch wer rein vorbeigefahren. Ich meine, hier die Schlagen. Hier gibt es eine Schlagentaste. Ist das G? Ja, jetzt passende R. Du. Ja. Wie schlägt man denn hier? H. Oh. Ja, gut. Oh. I'm pissing. Ja, okay. Nee, das ist. Das wollte ich. Das, ja, gut, da, damit könnte ich ihn anschieben, aber. Hallo. Bye. Scheiße. Ja. Ja, gut, versuchen wir es mal. Ja, ja, das klappt sogar. Oder auch nicht. Hallo? Ja, komm, komm. What the fuck? Ich glaube, ich bin der Hulk oder sowas. Aber gut, es hat geklappt. Ich habe zwar keine Windschutzscheibe mehr, aber... Ja, hallo, nicht hallo. Stop, stop it, stop it! Da! Ah! Was war das denn jetzt, bitte? Ja, gut. Ja. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ah, vielleicht bringt mir das was. Ja, ja, ja. Bitte, bitte, bitte bleib nicht auf dem Dach liegen. Ja, bitte bleib so. Danke für den Unfall. Oh Gott. Das hätte auch beschissener enden können. Eigentlich hätte ich dem Mann ein Bier ausgeben müssen. Oh, pff, was ein Umstand. Was ein Umstand. Ja, my summer car. That's life in Finland. Also, es ist eine akkurate finnische Lebenssimulation. Kann mal jemand die Tür jetzt zumachen? Oh Gott. Ich das mal auf. Hallo, das ist ein Truck. Also, Physik. Das Ding ist einfach nur kaputt. Das ist, also ich muss sagen, finnische Craftsmanship, das ist Wertarbeit. Den fährt immer noch. Mehr oder minder. Ich glaube irgendwie, hätte das irgendwie anders laufen können. Wohl für mich auch besser. Ach, naja. Egal. Oh. Blaues Lüftchen im Gesicht, keine Windschutzscheibe mehr. Ich glaube, sobald ich am Einkaufsladen stehe, an der Tanke, ich bin davon aus, dass es eine Tanke ist. Warte mal.
Bin ich nicht da hier links eben rausgemusst? Fuck! Egal. Nee, Moment. Steht hier eine Karte? Nee, ist eine normale Straße. Hier wieder. Sowas wollen wir später auch haben. So eine 5000 Watt Base Machine. Nein, 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 komm schon. Sei brav. Sei brav. Mach keinen Scheiß. Wir wollen nicht wieder in der Pampa landen. Oder noch schlimmer mit dem Gesicht um eine Eiche. Tanne. Birke. Das sind ein bisschen Nadelwälder. Ha? Da ist doch hier ein Schild. Da steht. Something Finish. Das sieht aber gut aus. Ja, ich glaube, wir sind richtig. What? Okay. Der hat's auch. Oh Gott, hier muss ich doch rum. Kipepe. Irgendwas. Castor Brauxel. Oh, das sieht gut aus. Ah, okay, gut. Oh, ah, falsch. Oh Gott. Das sieht schon mal sehr gut aus. Oh, geil, wa? Wir sind da, wir haben es überlebt. Handbremse. Ignition, Tür auf. Windscheibe fehlt, ein bisschen eingedellt ist er, aber hier ist ein bisschen kaputt. Aber sonst? Ey. Ey, sogar meine Gaskanister sind noch da. Okay, gut. Ja. Vorschlag haben wir ein bisschen wie 40 und dann geht das. Scheiße. Was ist das Diesel? Ich glaube, es ist wichtiger, wenn ich erstmal was zu essen kaufe. Bei. Daimon Kaupa. Okay. Ach, hier ist auch Post. Tachchen. Katos Päivi, no mitte beleideta. Genau. Also das hier, das ist der Mika. Der Häkkinen. Ja, ist gut. Ja. Also erstmal wichtig, Fanbelt. Dann dreimal Clutch Brake Fluid, dreimal Motoröl, dreimal Coolant. Das ist schon teuer. Bier, nee. Später. Erstmal hier alles aufkaufen, was der an Futter da hat. Würstchen kann ich nicht kaufen. Scheiße. Ja, Chips auch noch. Wie teuer ist das jetzt? Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Kaufen wir das erstmal, ne? Ein schönes Täschchen. Ach du Scheiße. Bevor der mir die Tür zumacht und mein ganzes Zeug hier noch drin ist. Also, linke Maus das greifen, rechte Maus das werfen. Junge, dann wird einem ja schon schlecht, ja nur. Der muss sich auch denken. Was für ein Depp habe ich da gerade vor mir. Ja, Junge, du hättest immer den Stunt sehen müssen, ey. Evil Knievel Doge. Warte. Lass den Laden noch auf. Ich muss erstmal hier meinen Saft auftanken. Ey, mit dem Mausrad drehen, aufmachen. Diesel. Okay, das ist finicky. Ja gut, der Stutzen? Knapp mal 10 cm daneben? Oh Gott. Oh Gott, läuft. Läuft bei mir. Soll ich Windel anziehen? So, du wärst erst wichtig. Alter, du willst mich verarschen, oder? Äh.
Aha. Mika Häkkinen betreibt nämlich auch den nebenstehenden Pub. Wie mir scheint. Junge, ich kann doch einfach Benzin klauen. Also. Alter. Das ist, Mika? Ja. Junge, wo ist denn das Problem? Geh doch einfach rüber. Fucking. Was ist das? Der ist. Okay. Dann halt nicht. Ach gut, die Tür ist verschlossen, obwohl sie auf ist. Also ich muss nicht für den Sprit zahlen. Ich kann es auch sein lassen. Habe ich jetzt keinen Vertrag mit. Ist mir so egal. Okay. Habe ich kein Problem mit. Mehr tanken sollen. Ja. Ich dachte schon, der Karre wollte doch noch aufgeben. Da. Dings aufmachen. Den ganzen anderen Kram da rein. Noch Motoröl, noch mehr vorne im Schrott. Paff. Ich hätte mir mehr Bier kaufen sollen. Egal. Oh Gott. Oh, I'm dying. Die sind jetzt schon besoffen. Und jetzt wieder die Höllenfahrt. Hab ich da jetzt gerade irgendwas doch was verloren? Hallo? Ist da noch alles drin? Oh, okay. Hi. Bye. Mika Häkkinen. Mika Häkkinensen. Ihr drei. Okay. Oh Gott. Ich habe eigentlich Angst. Ich weiß nicht, was das überhaupt soll. Ja, ich hätte noch nichts gucken sollen. Egal. Was ist Finnland? Hier kommt schon keiner. Was ist denn heute los? Der in im Seitenstreifen der andere. In der Wildnis. Der andere Fuzzi in der Wildnis in Rot. Ich wahrscheinlich in 5 Minuten wieder. Oder auch weniger. Ne. Ne, 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 ne. Popa pora te papotora poporo poro te. Ja, läuft ja. Also geradeaus ist kein Problem. Ich hab 40, hätte ich eine Dead Zone hier drin. Guck das mal an hier. Oder? Ich fick das Lenker und nichts passiert. Ja, ein bisschen was. Ich fresse ja auch ganz schön diese, Junge. Na gut, nach dem. Ja. Na egal. Mit was sollen wir denn hier anfangen? Ich sehe erst den Motor zusammen. Das wäre eine Idee. Also um das vorher zu sagen, ich habe mir mal einfach mal einen Guide durchgelesen, aber auch nur einmal. Rudimentäres Motorwissen ist vielleicht noch vorhanden.
Weiß der halt. Fünf Kerzen. Und das war's. Das Auto fährt damit. Oh Gott, das wird echt so. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, ich werde von so einer Gang Elche angefallen oder sowas. Oh Gott! Ich glaube, ich habe mir in die Hose gemacht. Ich glaube, ich war eben die Stelle, wo ich mein Bein tot hatte. Willkommen in Finnland! Oh Gott. Ich will nur noch zu Hause ankommen. Und zu überleben. Das Leben am besten zu Hause ankommen. Okay. Ich hab den eben noch aufgefüllten Dieselkanister kann ich jetzt wahrscheinlich gleich hier nicht rein. Ich hab was verloren. Das ist ein Brummer im Hintergrund, ich glaub's. Oh Gott, ich würde gern auf die andere Fahrbahn, aber. Also auf die, wo ich sein müsste. Da vorne geht's, glaube ich. Ja, hier geht's. Fuck. Was ist denn das jetzt hier wieder? Was ist denn das? Oh Gott. Eieiei. Ja. Die ganzen Geräusche, die da von hinten kommen, das ist. Irgendwas ist hier gehörig kaputt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab ihn, den hab ich denselben Scheiß wie eben gemacht. Suizid. Frische Gewitterluft. Ding hier Scheibenwischer. Würde ich gar nicht brauchen. Ich habe keine Scheibe mehr. Okay, das war ein Sekundenregen. Sonne, ich sehe nichts. Oh Gott. Genau da bin ich auch schon von der Straße abgekommen. Was sieht man an derselben Stelle? Wie ein besoffenes Ei in der Kurve. Ja. Hopp, 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 hopp. Okay. Sendemast. Also ist ja, also ich meine, bedenk mal, wenn man hier echt ein Leben leben würde, so hübsch ist das bestimmt. Aber ja. Ein paar tausend Jahre fahren muss bis zur nächsten. Danke. Hollandhaus. Ferien machen.
Ja. Perfekt. Handbremse, Motor aus, aussteigen, sich freuen. Bring ich den Scheiß jetzt noch rüber? Ja, machen wir das. Bevor die Welt untergeht. Mal auf die Tür. Hallo? Wer ruft an? Hallo? Hallo? Ja. Das war Mika Häkkinen. Wegen dem geklauten Sprich. Ja, du blöder Affe. Macht den Laden halt nichts. Ich wollte ja bezahlen, aber wenn die Tanke sperrt. Was mache ich denn? Da bin ich bescheuert? Ich muss ja eh nochmal zu Mika Häkkinen zurück. Motoröl. So, renn damit. Irgendwie rein in den Puff. Coolant. Was? Hä? Ich sag, ich hab jetzt schon eingedellt. Noch mehr Coolant. Nee, das ist aber Motoröl. Egal. Alles dasselbe. Doch ist die Schlitter. Und ihr Schiff. Eigentlich. Ja, egal. Ja. Das ist es. Das Bier. Wie mache ich das auf? F. Oder auch nicht. Hä? Okay. Fanbelt ist gesichert. So, wir haben ja auch alles hier. Cooler Scheiß. Hey, Finland. Ist hier noch irgendwas? Ach, die ist hier Bremsflüssigkeit. Genau. Können wir auch schon mal in die Garage werfen. Huah! Wenn Mutter das wüsste. Was für ein Scheiß hier wieder mache. Nenn sie Unordnung. Oh Gott, ich bin am Verdursten. Egal, ein Mann muss das abkönnen. Ein Finne. Ach, Scheiße. Oh, hi, Auspuff. Ich hab nur Sand gebaut. Ja, hallo? Kannst du hier mal hochkommen? Bauer. Finne sucht Frau. Finne sucht Auto. Erstmal. Machen wir mal Licht an hier so. Würstchen. So, eigentlich. Ich würde das schon nutzen. Na. Kalke noch. Ja, erstmal hier. Ne? Finde ich das Abendbrot. Host. Nochmal. Ja, ist ja geil, wa? Lief doch. Ja, gut. Ich würde mal meinen, das war's. Perfekt. Nächste Folge. Weiterhin Gaspreise pressen. Pressen, ja. Ich will Sprit weiter nicht bezahlen. Und dann fangen wir jetzt zu Zuma zusammenzubauen. Yikes. Nice.